Mit dem Mainboard sind wir jetzt fürs Erste fertig. Jetzt ist das Gehäuse dran. Wir lösen diese Schrauben. Und der Einfachheit halber machen wir das Ding gleich mal ganz auf. So, es liegen meistens zwei Schraubentypen bei. Die einen sind etwas dicker am Kopf und etwas länger. Die sind für Festplatten und fürs Gehäuse, also zum Beispiel um das Mainboard zu montieren und das Netzteil. Und diese anderen, die kleinen Schrauben, sind für optische Laufwerke und SSDs. Das sollte man der Gewinde zuliebe nicht verwechseln. Wir tun, glaube ich, als erstes die mit dem Mainboard ausgelieferte Blende rein. Und zwar wird die hier so rein befestigt. Jetzt ist erstmal das Netzteil dran. Und das Netzteil wird hier festgeschraubt. 1, 2, 3, 4. Die erste Schraube ist immer die schwierigste. Da sollte man auch die erste Schraube nicht gleich ganz reindrehen, sondern erstmal mit einer Schraube fixieren und dann die restlichen reintun. So, wir entsparen Ihnen mal die Qual, einem Redakteur dabei zusehen müssen, wie er 5 Minuten lang Schrauben reinsetzt. Dieses Gehäuse gehört zu den etwas besseren. Das heißt, es bietet Kabelmanagement. Man kann also die Kabel hier hinten vorbeiführen und hat die danach nicht alle im Gehäuse. Das will vorher geplant sein. Grundsätzlich kann man eigentlich alle Kabel hinten durchführen. Bei einem Kabel möchte man das nicht tun, nämlich bei dem Festplattenkabel, weil die Festplatte nachher im Gehäuse unten sitzt. Also ziehen wir erstmal den ganzen Schrank durch. Und machen dabei möglichst viel Lärm. Finden dann den Festplattenstrang. Und das müsste reichen. Das sind zwei SATA-Anschlüsse. Und die pulen wir einfach wieder zurück. Das Mainboard wird erstmal locker reingesetzt. Und zwar so, dass die Anschlüsse hier zu dem Blech passen. Das ist die Phase, wo ich mich normalerweise irgendwo am Gehäuse schneide, weshalb ich immer die Gummihandschuhe trage. Das ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem ich immer etwas ins Schwitzen komme, weil das auf Anhieb nicht ineinander zu passen scheint. Da muss man dann ein bisschen, aber nicht zu viel Gewalt anwenden. Und man muss halt zusehen, dass man drinnen sieht, dass unter den Löchern des Mainboards die Schraubenlöcher von dem Gehäuse sind. Sichtkontrolle, stimmt alles? Stimmt alles. So, bevor das Mainboard festgeschraubt wird, sollte man erstmal die ganze Verkabelung machen. Weil wenn das Mainboard einmal feststeckt, also festgeschraubt ist, kommt man nicht mehr so gut an die Stege, wo die LED-Stecker und so weiter dran müssen. Also zuerst kümmern wir uns um die Stromversorgung. Das ist hier der Anschluss und der Anschluss hier. Das ist der fetteste der Kabelstränge, deshalb sollte man den zuerst unterbringen. Und zwar muss diese Lasche
nach außen sein, aber man kann das eigentlich gar nicht falsch machen, weil die Kanten hier zu den Öffnungen hier drin passen. So, jetzt. So. Das war erstmal das. Jetzt kommt noch ein Stromkabel dazu. Und zwar muss dieses hier hin. Wenn hier ein vierpoliger Stecker ist, ist der P4-Stecker zuständig. Wenn es hier einen achtpoligen Stecker gibt, dann müssen die zusammengesetzt werden. Hier gibt es nur einen vierpoligen Stecker, also P4. Und da die Ausrichtung hier vorgibt, wie rum es drauf muss, kann selbst ich das nicht falsch machen. Ohne einen Hammer geht es nicht anders. So, das waren jetzt mal die Stromversorgung für das Mainboard. Als nächstes kommen jetzt die Anschlüsse fürs Gehäuse dran.